Hey Leute, es geht weiter mit Trine und Neat Games. Guten Tag oder guten Abend eher. Hallo, guten Abend. So, weiter geht's hier im Wasser. Wir wollten zuletzt an die grüne Flasche da oben kommen. Oh, warum nicht gleich so? Ich bin so blöd. Okay, bin drüben. Ich sag doch mit der Diebin. Nee, mit der spiel ich schon die ganze Zeit. Und hier ist eine Kiste gewesen noch. Wahrscheinlich krieg ich wieder Schmuck. Amulette Opferung gefunden. Oho. Das ist doch schon mal schön. So. Gehen wir jetzt tauchen? Jetzt gehen wir tauchen. Und dann müssen wir mal in unseren Charaktermodus gucken, hier nach Levelaufstieg. Mhm. Weil ich würde sagen, dann können wir wieder Fähigkeitspunkte verteilen. Hier geht's nach rechts. Da liegen die ganzen Objekte, die Alexis vorhin versenkt hat. Ich glaube, hier geht's weiter. Da ist nämlich die nächste Zauberkugel. Dann will ich nochmal einmal nach unten. Falls es da weitergeht. Da liegen nur noch die ganzen Dinger, die du... Ja, aber da ist doch noch ein grüner Trank. Guck mal. Echt? Ja. Aber den können wir den hochheben? Das muss man hier jetzt hinkriegen können, anders geht's gar nicht. Ich bin Pontius. Warte. Ah, du kannst es schieben. Warte, ich kann es wegschwimmen. So. Ja, haben wir. Gut. Unglaublich, wie lange die Luft anhalten können. Ja. Autsch. Sind halt Helden. Ich krieg grad Schaden. Oh, aber du kannst also doch nicht so lange die Luft anhalten. Nö. Oh. Wo bin ich denn gerade? Tot. Oh, ich bin gestorben. Das ist ja lustig. Das ist lustig. Ja, man kann nicht unendlich lang die Luft anhalten. Ja, das finde ich aber gar nicht schlecht irgendwie. Es hat was Realistisches. Ja, klar. Ich bin ja gestorben. Okay. Nein, ich meine, das hat was Realistisches. Ich habe das schon verstanden. Das war jetzt ein Witz. So, geht's rechts oder links? Oder schau mal links oben. Das sind ein Haufen grüner Tränke. Oder zumindest einer. Auf jeden Fall leuchtet es da ganz schön. Grün kann ich denn da? Ja, nee, das Ding geht unter. Mit mir. So. Nee, das ist aber nichts. Ich glaube, es geht hier oben weiter. Also hier müssen wir weiterkommen. Ja, ja, aber links oben ist jetzt noch ein Trank. Oder willst du ihn liegen lassen? Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Ob man oben rausspringt und dann links wieder runter. Ich glaube, wir müssen hier rechts erstmal nach oben. Ja. Das schaffst du nicht. Wie denn? Man muss hier nach rechts, nach oben, dann nach links. Okay. Au, au, ja. Rechts nach oben tut aber weh. Ja, das ist ja auch die Schwierigkeit. So. Tja. Als Diebin vielleicht? Nee. Boah, da ist schon wieder irgendwas runtergefallen. Es vibriert hier voll. Ja, aber ich weiß ja nicht weiter. Hm. Bist du sicher, dass es rechts weitergeht? Nee. Aber nee. Ich wüsste nicht, wo es hier auch weitergehen soll. Bleib hier. Nee, der hält auch keine Kiste. Die Kiste hält keine Kiste. Da sind voll viele Kisten schon unter Wasser. Ich meine, hier unten ist doch dieses Zahnrad. Ich glaube, das Zahnrad könnte sich ja mal bewegen, oder? Zahnrad? Weiß ich nicht, vielleicht muss man das ja auch irgendwie in Gang setzen oder... So. Weiß ich nicht. Hä? Das sind jetzt so viele Kisten unten, dass ich gar nicht mehr tauchen kann. Ah, für? Weiß ich nicht, Summer Dip. Was auch immer das heißen soll. Und wenn ich... zusätzlich zu dem Teil noch eine Kiste zauber. So. Und dann, ja, ich wollte jetzt eigentlich das Brett auf die Kiste stellen. Hol mir mal die Kiste hoch, dann kann ich darauf springen. So. Mhm. Nein. Ja. Na, ich konnte es nicht halten. Geht so? Bisschen nach rechts, ja. Wollte die jetzt irgendwie festmachen, damit du... Ja, so. Lass mal so. Ja, aber sie geht nach unten, wenn du drauf springst. Ja, aber ich bin doch schon oben. Ah, du bist trotzdem oben. Sehr gut. So, ich habe schon mal das. Und das habe ich auch. Geht's jetzt rechts oben weiter, oder? Ja. Du wirst beschossen. Also ja. Nee, das war mein Fall. Ach so. Nee. Ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann, dass du da auch rüberkommst.
Das ist eine gute Frage. Ja, nimm einfach die Diebin. Ich nehme mal die Diebin. Und ich mache dir dann hier als Magier wieder eine neue Kiste. Ach, du kommst doch alleine hoch. Warum geht die nicht weg, die Kiste? Ja, weil ich sie festgenagelt habe. Ach so, das ich ist ja aufgespießt. Tricky, nicht schlecht. Ja, ich habe doch ein bisschen auch was drauf. Ein bisschen. Ein bisschen. Oh, ich will ihn hier nicht übertreiben. Sonst hat die Alexis Angst, dass ich übermütig werde. Genau. Das wird sein. Oh, das ist aber mal tricky. Ja, okay. Okay, ich habe mich oben aufgespießt als Magier. Ach, jetzt darf ich das Ganze mit Pontius nochmal machen. Du willst den Charakter wechseln? Nee, weiß nicht. Er war nur, Magier ist tot, ne? Ja, Magier ist tot. Ach, da kann man einfach rüberlaufen, wenn man einmal runtergefallen ist. Das ist ja auch lustig. Weil eigentlich bräuchten wir den hier, damit man da rüber kann, den Magier. Tja. Den habe ich aber leider kaputt gemacht. Ich ersäuf mal meine. Sollen wir uns mal um den Levelaufstieg kümmern? Ja, das können wir auch machen, bevor ich sterbe. So, Level, Planke. Oh, ich kann das nicht lesen, weil mein Bild schon wieder so davor ist. Der Zauberer kann eine Planke in die Welt hineinzaubern. Dabei lässt sich die Größe jeder Planke verändern. Durch einen Vorgang verliert der Zauberer etwas von seinem Mana. Man kann übrigens laut den Zuschauern nur einen Punkt verteilen. Mhm. Also, wir können nicht beide jeweils einen verteilen. Okay. Also, dann verteil doch du mal. Die Diebin hat irgendwie gar nichts sehen. Doch, die Diebin hatte ich eigentlich, der hatte ich einen gegeben. Die hat nämlich 2 Punkte schon. Ja, dann verstehe bei Bogen ich das. Stufe 2. Und du hast es aber auch Stufe 1 Planke und Kiste Stufe 1. Bei Kiste habe ich eben und, Stufe 2 interessanterweise. Und Schwert und Schild, also Pontius ist ganz gut. Ja. Schwert und Schild Stufe 1 und Stärke die Titanen Stufe 1 ist auch schon gut. Ah, nee, ich habe ganz andere Werte als du. Okay. Ich habe ganz andere Werte als du. Ja, dann kann man wohl doch seine verteilen. Scheinbar doch. Weiß ich nicht. Ich mache jetzt einfach mal wieder bei der Diebin. Mach du mal, ja. Nicht genügend Fähigkeitspunkte für ein Upgrade. Also haben wir gar keine. Vielleicht kann man hier noch was anderes aber machen. Also ich versuche jetzt mal beim Zauberer, Moment. Fähigkeit auf die nächste Stufe verbessern. Fähigkeitspunkte können nicht zurückgesetzt werden. Übernehmen. Ach so, guck mal, Upgrade-Kosten 3. Ich habe aber nur 2 Fähigkeitspunkte für die Diebin. Okay, bei mir steht aber bei der Diebin 3. Ja, dann kannst du ihr welche geben. Also es oben steht ja immer, wie viel du hast und unten, was du brauchst. Also ist es unterschiedlich, ob du die Diebin spielst oder ich? Ich weiß es nicht. Doch, doch, du hast andere Punkte vergeben als ich. Jetzt verstehe ich. So, und ich habe jetzt dem Pontius nämlich auch seine Punkte gegeben. Okay, alles klar. Ja, dann gebe ich jetzt... Diebin geht ja nicht. Ja, dann musst du sparen bis zum nächsten Stufenaufstieg und dann kannst du dir so richtig die volle Power geben. Yeah. Ja, oder ich pimp einfach den Zauberer oder so. Ja, das kannst du auch machen. Oder den Pontius. Den Klopper. Der kriegt jetzt nochmal Schwert und Schild. Stufe 2. So, mache ich. Zack. Der ist bei mir jetzt noch mal ein bisschen besser. So. Auch wenn ich die Diebin gerne besser hätte, aber geht nicht. Ja. Jetzt habe ich aber da noch 2 Punkte. Das heißt, den könnte ich auch... Warum kann die Alde hier nicht mal was Geileres machen? Ist die dir nicht geil genug? Nee, Mensch, könnte das besser haben und die anderen kann ich skillen und die anderen nicht. Also mache ich den Magier-Typen mit seiner Planke. So, bitteschön. Genau, das habe ich gerade auch gemacht. Und dann nochmal mit seiner Kiste. Ja, die kann man ja überall hier. Ich kann, bis ich 0 habe, genau. Ich habe immer noch einen Fähigkeitspunkt auch für den Zauberer. Planke geht nicht, Kiste geht auch nicht mehr. Also geht bei mir nichts mehr. Ich muss erstmal wieder sammeln. Genau. Ja, Leute. Ja. Und dann frage ich mich, wie wir jetzt an die Kiste kommen ohne Magier. Ohne Magier wird das wohl nichts werden. Ich kann dir leider auch kein Podest mit meinem Schild mich jetzt machen. Wir hatten doch hier in der Nähe diese Kugel, oder nicht? Na, ich glaube, die ist ein ganzes Stück weg.
tot. Ja, jetzt hatten wir eine Kugel. Und was mache ich jetzt so ganz sterben. Allein? Sterben, also gut, ich sterbe. Du darfst sterben. Ja, ausnahmsweise mal. So. So. Wuhu, und jetzt sind wir mal wieder hier. Hi. Juhu, dann mache ich mal wieder... Den hier. Den hier? Planken-Magic. Weil die Planke wurde ja auch von mir geskillt, also... Ich bin jetzt eigentlich quasi auch ein cooler Zauberer. So. So, jetzt brauche ich den Magier einmal bitte, weil ich bin schon weiter. Wo bist du? Bist du eher oben oder eher unten? Bei der Kiste. Bei der Kiste. Kleinen Moment. Moment. Ich muss ja hier rüber. Ja, der Magier ist aber schon wieder tot. Der hat nicht wirklich viel Lebensenergie gehabt, leider. Scheiße. Hast du auch dieses gemeine Lachen im Hintergrund gehört? Sie ist gestorben. Es war ein Stöhnen. Das war ja, ein gemeines... wir sind genau wieder da, wo wir vorher waren. Ja, dann sterben wir halt wieder. Dann müssen wir kurz Und dann tauchen. Nimmst du den Magier. Dann tauche ich und sammle wenigstens mal Erfahrung oder sowas ein. Da ist die nächste Kugel! Ja, warum nicht gleich so? Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab den Magier. Dann bitteschön. Da kommt ein Skelett und stürzt sich in die Tiefe. Ah ja. Ah. Ja, ja, machst du ein Brett dahin, da passt schon. So. Irgendwie so. Irgendwie so. Verzauberter Mana-Kristall gefunden. Genau. So, jetzt kannst du den Kram hier so... Geh mal weg hier mit dem Brett. Das kannst du auch einkloppen. Du könntest ihn auch einfach wegheben. Weil ja, Wasser du kannst kann es einfach mit Pontius einfach kaputt kloppen. Aber doch nicht im Wasser. Natürlich. Aber doch nicht im Wasser. Natürlich. Ach, Quatsch. Ich drücke und drücke und er kann gar nichts machen. Ich drücke und drücke und nichts passiert. Okay. Der Sperrmülldienst kommt ja schon. Ja, du hast ihn ja auch hingemacht. Oh, das schwebt da oben jetzt, ist die Planke. So. So. Sehr gut. Ach, danke. Was machen wir eigentlich mit dem ganzen Mana und so immer? Also, Keine Ahnung. Ich denke mal, dass das der Magier irgendwie zum Zaubern vielleicht braucht oder so. Ja gut. Lass mich doch mal in Ruhe, du scheiß Kackskelett. So, das Skelett habe ich erledigt. Sehr gut. Möchtest du da durchschwimmen? Nö. Ich will nur da rüber. Ja, hol mal deine Planke rüber. Ja. So. So, wo möchtest du jetzt hin? Eher rechts oder eher links? Ja, wir wollen rüber. Also, wo bist du? Da. Ja, ich dachte, die kannst du auch so, war nicht lang genug, damit du... Nee, ist nicht lang genug. Das ist so ein kleines Thema. Aber, vielleicht kann ich ja... Jawohl. Huh. So, eine Brücke. Ah! Oh, tot. Eine Brücke. Ja. Bin eine durch die Bänderseile gefallen.
Super unauffällig. Ja, das war doch kein Problem hier. Ja. Was machst denn du da? Rübergehen. Rübergehen und mich dabei in die Tiefe stürzen. Entschuldigung. Nicht Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, was ist das für eine grüne Suppe? Wabere. So, du blödes Skelett. Ah. Okay, in die Wabere will man nicht rein. Die macht Aua. Oh, gleich stirbt sie mir hier weg. Ich habe ja mal wieder Millionen von Skeletten getötet. Du bist einfach toll. Ich nick auch gerade. Ah! So, ich sterbe. So, ich glaube, wir sind durch hier wieder. Wenn ich durchgehe, sind wir durch. Ich gehe einfach mal durch, ne? Ja, ich bin schon da. Ach so. Ausnahmsweise mal. Die Angst hatte einen behaglichen Platz in den Herzen unserer Helden gefunden. Zutiefst beunruhigt erfüllte Kummer ihre Gemüter. Der Ritter hatte seit vielen Stunden nichts gegessen und der Geruch nach Fleisch machte es nicht einfacher. Die Diebin fing an, sich Sorgen zu machen, ob sie jemals wieder frei sein würde. Und der Zauberer? Er war besorgt, dass sie niemals die anderen Artefakte finden würden, um den Zauber des Trine zu brechen. Aber in Wirklichkeit hatte er nichts dagegen, länger als eine Stunde in Gesellschaft zu sein. Mhm. Krypta Angst, der Verdammten. Die Angst hat... Hat was? Okay. Die Angst hat was? Hat einen Platz in unseren Herzen gefunden. Ach so. Das ist ja mal sehr... poetisch, aber nicht sehr vertrauenserweckend. Nee, sieht hier auch nicht so aus. Krypta der Verdammten. Los geht's, Skelette. Und das sind Skelette. Ah, nein. Ich will auch, ja, wenn man in das grüne Zeug fliegt, dann stirbt man schneller, als man denkt. Alle platt. Du kommst einmal runter. Bam. Ja, ich öffne jetzt mal die Kiste. Edge. Glaubt, man kann hier den Durchgang Feuerbogen machen. Für Diebin gefunden. Yeah. Du hast einen Feuerbogen gefunden. Ich will mal gucken. Jetzt. Hier, guck mal, ich habe jetzt auch zwei Erfahrungspunkte wieder und einen für den Zauberer. Was? Oh, warte mal. Ich muss sie gleich mal anhören, was sie da erzählt. Der hat 0. Sie hat 2. Geht das dann schon? Ja. Cool. Der Feuerbogen kann Objekte durchschlagen und entzünden, zum Beispiel Fackeln. Feuer kostet Mana, Feuerschaden wurde vergrößert. Upgrade kosten, okay. Irgendwas hat sie gesagt, aber ich habe es nicht gehört. Ja, ja, die haben voll lange geredet. Scheiße. Und während du geredet hast, habe ich es gehört. Okay. Ja, und das wie? Ist, was haben die denn so erzählt? Weil ich habe die Upgrades gemacht, das ist ja auch wichtig, ne? Ja, ja, dass sie dann halt irgendwie tolle Sachen finden und dass sie aber nicht wissen, wie es weitergeht. Pontius muss die Dings durchschlagen. Ah, das ist ja gut. Ja. Soweit. Na? Ja, wenn ich so weitermache, dann macht Pontius nicht mehr viel. Jawohl. Puh. Kannst du das auch nochmal gleich einkloppen? Zauberkugel! Ja, sehr gut. Du könntest auch einfach warten, bis ich die Teile dir wegtue. Ja. Das ja, ist dann, ja, ja. Ist zwar etwas langweiliger, ich verstehe das schon, aber... Was machst denn du? Du hast mich mit der Kiste aus Versehen mitgerissen.
Das war lustig. Ja, das denke ich mir, dass dir das gefällt. Ich nicht in Richtung von Skeletten reintreibe. So. Hast du das den... Warum den schießt du eigentlich? Ja, ich hab's geholt. Achso, das ist gut. Wieso schießt du eigentlich auf mich? Weil ich Geräusche gehört habe, dass da noch ein... Ah, alles klar. Wenn du Geräusche hörst, dann schießt du gleich. Verstehe. Naja, dass da ein Skelett ist. Okay, no. Kann ich den Ponzio da eine Brücke bauen? Ja, kann ich. Ja, danke schön. Bitte schön. Ich bin Klopsi. Ja, Leute, so kann man es natürlich auch immer wieder vergebens versuchen. Ihr seht das gerade am Beispiel von der Alexis. So, war schön dagegen rennen. Ja, der Magier hat auch seine Vorteile. Ein oder zwei vielleicht. Aber das war's dann. Oh, ich bin voll mal verreckt. Ich finde es gut, dass die Alexis so generös ist. So. Was ist denn generös? Generös heißt, dass du auch anderen etwas Gutes tust und ihnen ein gutes Haar an ihnen lässt. Bah. Ich schieb dich runter, du Skelett. Das war auch los. Oh, ah, oh. So. Ach, da unten ist noch mal eins. Natürlich ist da noch eins. Und du hast den platt gematscht. Ich habe ihn platt gematscht. So, müssen wir da rechts unten weiter, oder? Ja. Dann komme ich mal runter. Mach das. Und ich habe wieder Fähigkeitspunkte. Ah. Das mache ich mal. Als gut, blaue Kugel ist immer gut. Das heißt nämlich, dass da ein Checkpoint ist. So, und jetzt? Nee, ich kann aber gar nichts machen. Ich habe noch nicht genug Punkte. Ah, ich habe aber einen Levelaufstieg. Spannend. Dann gehe ich jetzt mal schnell. Sie kommen, die Armee der Untoten. Warum kommen die, wenn ich meine Punkte verteile? So. So. Halt, mach doch mal. Yeah. So. Was machst du da eigentlich so? Ich habe gerade Punkte verteilt auf deine Diebin. Ach so, Diebin. Ach so. Ja, ja. Wieso auf meine? Das ist deine. Deine Diebin. Das ist meine. Ja. Unsere Diebin. Jeder verteilt seine Punkte und nein, wir wollen noch nicht hier links weiter, weil da oben ist noch was da. Da ist was? Ja. Jeder verteilt die Punkte auf seinen Charakter, damit er dann damit spielen kann. Ja, da hast du recht. Also jeder hat ja drei, sozusagen. Also es ist praktisch. Komm da nicht ran, du musst da was machen. Ich muss da was machen, aber was kann ich denn da machen? Eine Kiste schnell. Oder wir müssen das einkloppen mit Klopfen. Warte mal. Häng dich doch mal nochmal hin und ich baue dir eine Plattform, wo du kurz drauf springen kannst. Ah. Ja. Wenn er verstehen würde, was ich von dieser dämliche Controller von mir nicht immer schön vor der Nase wäre, dann würde ich auch was sehen. Ja. Warte, bleib ruhig. Warte, ich mache eine größere. Aber das ist irgendwie eingeklemmt da oben, kann ja, das sein? Ja, das ist nicht. Kann sein, dass das ist irgendwie... Das ist nichts in der Sache. Mit Klopsi oder so? Entschuldigung, mit Pontius geht. Mit Pontius kann das bestimmt, aber... Das ist ja wie gemein. Kommt er da oben hin? So hohes Teil werde ich nicht bauen können. Ja, tu doch mal bitte das Teil hier weg. Wow! Aha! Ah, okay, wir haben es mit dem Kopf eingeschlagen. Ja, gut. Mit Köpfchen. Bist du schon wieder in Skelettmission? Ja. Wenn ich immer nichts sage, dann meistens, weil ich okay. Kämpfe, Sachen einsammeln, die den Weg erleichtere. Das ist aber nett. Ja, genau deswegen mache ich das ja alles. Ja. Aus reiner Nettigkeit. Natürlich. Ja, selbstverständlich. Es war jetzt auch nicht ironisch gemeint, auf keinen Fall. Nein. Nein, nein. So bin ich nicht. Nie. Kannst du die Kiste mal unter mir wegmachen? Ich hab ein Pech. Warte, ich spiel mal Klopsen.
So. Alles klar, Klopsi? Ja, 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 natürlich. Okay. Ich komme zurecht. Das wird lustig, Leute, wenn ich mal die Diebin sprechen muss und meine Stimme dabei. Mach das doch mal. Hey, ich komme. Zack, zack. Es geht los. Aua, ich verbrenne. Ah. So, und ich kann ja jetzt angeblich hier Plattformen brennen lassen. Das hat man jetzt ganz deutlich gesehen. Okay. Was ist das für eine Kugel? Keine Ahnung. Das ist wieder so eine Zauberkugel, die du wiederholen kannst. Lass die. Ach, damit hätten wir bestimmt die runterrollen lassen können oder so und dann. Ein Kugelspiel. Ein Kugelspiel für nix. Für die Atmosphäre halt. Ach. Ach so. Yeah, und wieder eine Kugel. So. Okay. Ist hier irgendwas? Hä? Ich will da rankommen. Ach. Hast du alles eingesammelt? Ja. Brav. Oh, ich habe gerade ein Grollen gehört im Hintergrund. Oh ja, ich auch. Warte. Jetzt bewusst keine Plattform, damit ich diesen Weg nicht versperre. So. Oh, da unten ist auch noch was. Moment, ich heb das mal hoch. Ich überleg grad wie. Ja, genau. Du musst schwingen. Hat oh, schon. Und da ist eine Kiste. Ah. Armschützer gefunden. Die Frage ist, finde ich immer nur Sachen für mich, weil ich sie finde? Ich glaube, das, ja, keine Ahnung. Aber das ist, kommt uns auf jeden Fall beiden zugute. Das, und weg waren sie. So, das geht los jetzt. Kein Problem. Nein. So, jetzt haben wir alle drei Irrs mal gehört. So, Moment, ich bereite dir mal wieder den Weg, so gut ich kann. Danke. Bitteschön. So, und jetzt versuchen wir mal hier. Ja, spiel die Diebin und ich mach dir den Dings. Oh. Ah, ganz knapp. Ja, 20 Minuten später. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, das gibt's doch nicht. Aber gleich habe ich's. Gleich habe ich's. Das in deinem Na, okay, Display dann nicht. Nie passiert wäre. Ja, ja. Läster du nur. Aber im Endeffekt. Das ist kein bisschen. Nein, oh nein, ich weiß schon, was jetzt kommt. Weißt du, darauf weißt du noch? Ja. Okay. Immer schön auf das Blaue. Naja. Ja. Oh, ich muss mal. Die Diebin ist so scheiße im Weg die ganze Zeit gewesen. Tja, glaubt sie aber auch. Ah, aber wir waren in der Kugel drin. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Platz hier, ne? Dies ist der Weg zum Schloss. Wir sind in der Mitte des Hauses. Ha! Ha. Es muss ja. Schloss geben. Auf zum Schloss. Hat okay. Bei dir Pontius auch gerade vom Essen gesprochen? Ja, ich muss essen. Hunger. Kekse. So, was ist denn das für ein hübscher Hebel hier? Kann man nicht den bewegen? Nee, kann doch, ich wohl nicht. Doch, mit B. Ah. Ah, sorry? Er natürlich. Er hat doch Hunger. Der Starke. Oh. Oha. Oh. Mensch, was würden wir ohne Pontius tun? Ich glaube, du kannst loslassen, oder? Ja. So. Feuerbogen. Ladies first. Machen? Ich mach einfach weiter. Ja, gehen wir weiter.
ins nächste Kapitel. Unsere Helden betreten das Schloss durch das Verlies. Der Ritter dachte zurück an seine Kindheitstage und an die Aufregung, die die dunklen Korridore hervorgerufen hatten. Damals, als die Spinnen klein waren und die Skelette ordentlich in den Ecken gestapelt wurden. Mhm. Meine Katze kommt gerade zu Besuch in die Aufnahme. Ist auf meinen Schoß gekommen. Süß. Es ist ein Verlies. Das ist sein Zweck. Keine Angst, ich habe mein Schwert und meinen Umhang. Ich bin der König des Schlosses. Ich zerstöre alle meine Feinde und führe meine Armee in den Sieg. Wir sind unbesiegbar. Ja. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen Cut, das passt ganz gut. Okay. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Shrine, Leute. Und hinterlasst uns doch einen Daumen hoch oder einen Kommentar, wenn es euch gefällt. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.